Wie gehst du oder wie geht ihr mit euren eigenen Problemen um? Ist die Frage zuerst beantworten? Also, ich finde. Denk mal jetzt spontan an irgendein Problem und wie du es bewältigt hast. Ich hab, man hat ja. Es gibt verschiedene Arten von Problemen. Es gibt Alltagsprobleme, es gibt große Probleme, familiäre Probleme. Weißt du, was ich meine? Sowas. Wenn ich jetzt auf meinen Alltag beziehe, dann versuche ich, so viel wie möglich es geht, es so zu reduzieren, dass es nicht meinen Alltag beeinflusst, dieses Problem. Weißt du, was ich meine? Zum Beispiel, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich habe als Erzieher jetzt Kinder, die unnormal nervig sind, zu stressig und ich bin unnormal genervt, dann versuche ich das nicht so rüberzubringen, also in meinen Kopf die Einstellung, dass ich jetzt den ganzen Tag davon genervt bin. Ich versuche irgendwie immer noch meinen Tag zu machen. Natürlich kann man das nicht komplett verändern, weil das ist einfach eine Emotion, die in deinem Kopf ist. So eine Einstellung, die du hast, aber man versucht es so gut wie möglich. Und Alhamdulillah, ich muss sagen, ich hatte noch nie mit so eng Verstorbenen aus der Familie gehabt, außer meine Oma, Allah mit Elis. Aber man muss ehrlich zu sich selbst sein, ja. Ich habe meine Oma nicht so oft besucht, wie die meisten vielleicht. Und ich finde, es kommt erst eine enge Bindung zu einem Menschen, wenn man diese Person oft sieht oder einfach eine Erinnerung mit dem Menschen hat. Und die habe ich nicht meiner Oma. Ich war sehr traurig, aber es war nicht so, dass es mein Leben beeinflusst hat. Und ich kann ehrlich gesagt nur von Alltagsproblemen reden. Es gibt natürlich auch ab und zu größere Probleme. Und ehrlich, als Muslim kann man sagen, dass es wirklich die Duas, die du machst, die Gebete, die Zufriedenheit, die du immer wieder in deinen Kopf eingeprägt bekommst, dass du zufrieden sein sollst mit deiner Lage, hilft mir zum Beispiel persönlich über den Alltag und über meine Probleme immer wieder hinwegzukommen. Alhamdulillah, ist eine sehr schöne Denkweise tatsächlich. Und ich glaube, du hast ja das mit der Oma angesprochen. Ich glaube tatsächlich, das ist bei sehr vielen Leuten so. Ich glaube, viele haben so, und das finde ich ein bisschen traurig, viele Leute bauen zu ihren Familienmitgliedern, die ein bisschen weiter weg sind, und ich sage nicht, dass ich besser bin, bei mir ist es auch so. Viele Leute bauen zu ihren Familienmitgliedern nicht so eine enge Bindung auf. Und dann, wenn es dann zu spät ist, dann realisiert man das meistens erst, dass man vielleicht ein bisschen mehr machen könnte, dass man diesen einen Anruf extra am Tag machen kann. Ein Anruf dauert vielleicht 4 bis 5 Minuten, nehmt euch die Zeit. Ich gewöhne mir das gerade selber ein bisschen an und mir fällt es auch schwer. Aber es ist eine Sache, die werdet ihr 100% nicht bereuen. Weil meistens ist es immer die erste Aussage, wenn Menschen versterben, hätte ich doch nur mehr Zeit mit dem und dem verbracht. Oder hätte ich doch nur den eher besucht oder den, dies, das. Macht es jetzt, bevor es irgendwann zu spät ist. Lasst euch davon nicht blenden, dass das Leben ja so schön ist und ihr sowieso unendlich viel Zeit habt, weil es kann jede Sekunde zu Ende sein. Das einzig Sichere, was ihr auf dieser Welt habt, ist, dass ihr irgendwann sterben werdet. Das ist ein Fakt. Wie ich mit meinen Problemen umgehe, mir ist schon viel Scheiße passiert. Mir ist schon wirklich viel Scheiße passiert. Dass mein Cousin verstorben ist, Allah yarhamu, das wissen jetzt einige von euch, das habe ich auch in dem 365-Tage-Video gesagt. Also ich habe, glaube ich, vom besten Freund geredet, aber es war nicht mein bester Freund. Es war mein engster Cousin. Es war alles, Bruder, engster Freund, es Cousin, war mein alles. Bruder. Es war mein alles. Mit ihm aufgewachsen, seitdem ich 3 Jahre alt bin. Mit ihm zusammen, immer alles. Es gibt sogar ein Video, das hat mir vor kurzem meine Cousine, seine Schwester geschickt. Da ist er 6 Jahre alt und er hat mir ein Grußvideo aus dem Irak geschickt. Meinte so, ey Ami, ich vermisse dich. Und ich habe das noch nie gesehen. Und erst als er verstorben ist, kam das Video. Khair, inshallah. Jeder wird irgendwann von dieser Welt gehen. Aber das Wichtigste, was ich euch mitgeben kann, gerade was eure Probleme angeht, probiert euer Herz nicht zuzumachen. Jeder hat Probleme. Jeder auf dieser Welt. Manche sind größer, andere sind kleiner. Lasst euch den Tag nicht kaputt machen, gerade wenn es so. Und ich weiß, das Beispiel, das ich gerade genannt habe, ist ein großes Problem. Ein großer Schlag für einen Menschen. Aber es gibt auch über den Tag verteilt mehrere kleine Schläge. Und die kannst du aber stemmen. Werd dir von Anfang an bewusst, dass du mit jeder Sekunde, die du über dieses Problem nörgelst, nur dazu beiträgst, dass das Problem länger da ist. Anstatt irgendwie eine Lösung zu suchen, beschwerst du dich dann. Und du lässt deine Wut bei jemand anderem raus. Und dann machst du das Problem immer größer und dann verschwindet das Problem nicht. Und dann gewöhnst du dich daran, so zu reagieren. Und mit jedem weiteren Problem, das kommt, wird das immer schlimmer. Deswegen probier so schnell es geht, direkt die Bremse zu ziehen. Erstmal einen Schritt zurück, kurz durchatmen, realisieren, was gerade passiert ist. Gucken, was du machen kannst. Wenn du was machen kannst, dann tu es. Wenn du nichts machen kannst,
durchatmen weiter. Es ist schon Schlimmeres passiert. Es ist dir schon Schlimmeres passiert. Es ist mir Schlimmeres passiert. Kopf hoch, weitermachen. Weil es werden vielleicht noch schlimmere Sachen passieren. Und wenn du jetzt nicht darauf vorbereitet bist und über jede Scheiße dich beschwerst, was ist dann, wenn eines Tages dir wie mir was passiert? Was ist, wenn eines Tages jemand auf einmal nicht mehr da ist und du zusammenbrichst? Was ist, wenn auf einmal irgendwas passiert und dein ganzes Besitz verlierst? Du musst ja immer noch auf zwei Beinen stehen. Das Leben geht weiter. Wenn ihr Probleme habt, dann ist es natürlich wichtig, dass man mit besonders Personen, die euch nahe liegen, auch darüber reden kann. Ihr könnt euch schon öffnen und sagen, was euch gerade so stört und was euch nicht passt. Es geht uns eher darum, dass ihr nicht die ganze Zeit immer nörgelt und sagt, oh, was für ein scheiß Leben ich habe, ja, und aber es klappt selbst, nicht, dies, das. Selbst da würde ich sagen, da muss ich dich kurz unterbrechen. Ja, alles gut. Erzählt eure Probleme nicht jedem. Ich sage wirklich nur Leuten, bei denen ihr wisst, die können euch helfen, bei denen ihr Rat suchen wollt bei Problemen. Nicht mal das. Aber braucht nicht mal immer Hilfe. Manchmal muss man einfach nur erzählen. Ja, stimmt. Und ich finde, das ist einfach wichtig. Manchmal, wenn eine Person zu dir kommt, reicht es vollkommen aus, wenn man nur zuhört. Ja. Die Person verlangt keine Antwort von dir. Sie möchte einfach nur einen stillen Zuhörer haben. Weißt du, bei wem das oft ist? Bei Frauen. Ja. Frauen haben viel mehr. Frauen profitieren viel mehr davon, wenn du ihnen einfach nur zuhörst, anstatt ihnen probieren, eine Lösung zu geben. Und oft, guck mal, und oft, das sehe ich auch, oft streiten Pärchen, weil der Mann ihnen Lösung gibt, aber sie wollte gar keine Lösung, sie wollte einfach nur, dass er zuhört. Das heißt auch von Freunden. Ja, Männer denken halt anders. Wenn du mir mit einem Problem kommst, ich bin direkt A, B, C, D, E, F, G, das kannst du machen, und du sagst, ja Mann, krass, das kann ich machen. Ja. Wenn eine Frau zu mir kommen würde, sagen würde, ey, ich hab dies, ich komme mit A, B, C, sag, halt deine Fresse, ich wollte nur, dass du zuhörst. So. Weißt du? Die sagen zum Beispiel, ich wollte doch nicht mal das, was du dazu sagst, ich weiß ja, was ich machen muss und du musst mir das doch nicht sagen und so. Ja, ich kenne das von Erzählungen, ich finde das auch immer voll lustig. Aber das ist schon krass und das meinen wir auch zum Beispiel, es kommt auch aufs Geschlecht an, es ist voll anders zwischen Mann und Frau. Bei jedem auch. Eine Frau tickt komplett anders als ein Mann und andersrum natürlich und natürlich, es gibt auch Einzelfälle, es gibt auch 100%, Frauen, die dann wirklich Lösungen wollen und alles, wir wissen das, aber wir reden gerade vom... Oder guck mal, es gibt unterschiedliche Frauen, wie gesagt, es gibt sichere Frauen und unsichere Frauen, es gibt einfach Frauen, die möchten wirklich was hören, die brauchen gerade diese Unterstützung, diese eine Person, wo sie ihre Last ablassen können sozusagen, wo sie sich, wie heißt das, anlehnen können oder so, wie sagt man das? An dessen Schulter sie sich anlehnen können. Genau, so eine Person braucht man. Und dann gibt es auch sichere Frauen, die möchten einfach nur ihre Probleme erzählen, aber sie wissen schon, wie man damit umgeht. Sie brauchen keinen. Ich habe ja gesagt, Frauen denken mehr mit Emotionen, Männer mehr mit Verstand. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Und deswegen kommt es oft zu dieser Komplikation, weil ein Mann mit dem Verstand denkt er sich, okay, sie will jetzt eine Lösung von mir, also ABC, Emotionen beiseite, wir suchen eine Lösung. Frau will aber, dass du Emotionen hast und weniger Verstand. Ja. Weil sie kommt mit Emotionen. Sie will weniger Verstand haben, sie will vielmehr diese Emotion von dir. Frau kommt nach Hause, oh mein Gott, du weißt nicht, was heute passiert ist. Also, ja, du kannst doch das machen. So würden Männer reagieren. Frauen wollen. Oh mein Schatz, Frauen wollen. Oh mein Gott, Schatz, du weißt nicht, was passiert ist. Nein, wirklich? Oh mein Gott, was hat er gesagt? Komm her, mein Schatz. Ja, so, das ist so. Du hast viel durchgemacht. Ja, aber natürlich, guck mal, wir müssen das oft wiederholen. Weil wir sagen oft Frauen, es gibt auch Männer, die so sind, es gibt auch Frauen, die nicht so sind. Es gibt immer Ausnahmefälle, das ist uns klar. Aber wir reden gerade vom Normalfall. Und sonst kurzes Fazit dazu, wie ihr mit eurem Problem umgehen sollt. Wie gesagt, von meiner Seite, macht Probleme nicht größer, als sie sind, indem ihr ständig darüber rumnörgelt oder euch bei Leuten beschweren geht, die euch sowieso nicht helfen können. Jemand hat mal gesagt, und das habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gehört, macht eure Probleme nicht größer, als sie sind. Weil 90% der Leute, denen du deine Probleme erzählst, interessiert es einfach nicht. Und 10% sind glücklich darüber, dass du sie hast. Boah. Deswegen Vorsicht, wem du es erzählst. Diesen Spruch kenne ich sogar, weil das sehr krass. Der ist bekannt und da ist auch tatsächlich was dran. Was ich sagen wollte ist, aus der männlichen Sicht würde ich sagen, versuch mit deinen eigenen Problemen so gut wie möglich klarzukommen. Denn du willst eines Tages deine Mutter oder deinen Vater so viel abnehmen, dass ihre Probleme zu deinen werden. Und da musst du auch ihre Probleme tragen. Oder mit deiner Frau. Oder mit deiner Frau natürlich. Und aus der Sicht einer Frau würde ich sagen, dasselbe, versuch so gut wie möglich mit deinem Problem umzugehen, weil eines Tages die Probleme deiner Kinder auch zu deinem Problem werden. Auch von dem Mann, aber die Mutter, man weiß einfach immer, dass die Mutter viel enger zu den Kindern ist und viel mehr Draht hat, besonders weil sie die auch zu Hause jahrelang erzieht und großzieht und alles und der Mann ist in der Zeit nicht da. Deswegen... Versucht so stark zu sein, dass ihr auch die Probleme eurer Familie inshallah auf eurem Rücken tragen könnt.